Servus Leute, da bin ich wieder. Heute gibt es mal ein kleines Unboxing. Und zwar habe ich was bekommen vom Christoph vom Kanal EDC Test Online. Und falls ihr auch wissen wollt, was da drin ist, dann bleibt da drauf. Viel Spaß. Ja, Leute, wie gesagt, ein Paket hat mich erreicht und zwar vom lieben Christoph vom Kanal EDC Test Online. Ich mache euch jetzt gleich mal einen Link hier oben rein zu seinem Kanal. Der Christoph hat letztens auch 1000 Abo Giveaway gehabt, also 1000 Abo Special gehabt. Da hat es ein Giveaway gegeben, da konnte man zwei richtig geile Pakete gewinnen. EDC Test Online, das ist ein Online-Shop, da kriegt er wirklich alles, also von EDC, über Bushcraft-Sache, über Krisenvorsorge-Sache, also wirklich alles Mögliche. Ziemlich viel Gadgets und Patches und allen mögliche geile Gruscht, sagen wir es mal so. Zusätzlich ist die Homepage aber auch noch ein Blog, also gibt es interessante Beiträge über Messer, über Taschenlampe, wie gesagt auch über Krisenvorsorge und so weiter. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Ich mache euch mal einen Link zur Homepage, mache ich euch mal in die Videobeschreibung rein. Und dann, wie gesagt, hier oben noch einen Link zum Kanal von Christoph. Und schaut einfach mal vorbei. Ich würde mich freuen, der Christoph bestimmt auch. Genau, da könnt ihr richtig Zeit verlieren beim Stöbern dort. Ja, auf jeden Fall habe ich zwei Pakete bekommen. Christoph hat mal geschrieben, er schickt mir mal eine Überraschung, er packt mir mal einfach was da zusammen und ich soll einfach mal schauen, was ich davon halte und so. Also erstmal vielen Dank dafür. Das erste Paket, mal weg hier, das war ein Organizer, wo komme ich. Und zwar ist das hier so eine Pouch aus Nylon. Hier in der Farbe, ich würde mal sagen, Dark Camo. Und das kommt direkt vom Hersteller. Die Tasche wäre in Deutschland produziert. Deswegen kam das auch als separates Paket. Die Pouch selbst, wir haben hier hinten, haben wir hier so aufgesetzt, drei Fächer hier. Da könnte man zum Beispiel reinmachen, was weiß ich, als EDC-Pouch oder als Survival-Kit oder was weiß ich was. Hier hinten könnte man zum Beispiel schön, na, der Clip ist ganz schön stramm hier. Wird schön Messer hier reinpassen und. Moment, da müssen wir kurz in die Schublade greifen. Da haben wir doch noch ein bisschen was. Zum Beispiel noch eine i5. Wird hier auch wunderbar reinpassen. Und so weiter und so fort. Ich will jetzt hier nicht die ganze Schublade ausräumen. Also ihr habt hier auf jeden Fall drei Fächer hier nicht drauf aufgesetzt. Dann hier haben wir einen richtig guten Reißverschluss, der macht auch einen extrem hochwertigen Eindruck. Also wie gesagt, das ist jetzt keine China-Pouch oder so, das Ding wird wirklich in Deutschland produziert. Hier vorne habt ihr noch eine Patchfläche. Und ja, ich bin mal gespannt, was ich damit mache, aber ich denke, dass ich mir das wirklich für den Rucksack so eine Art einfach so ein Backup oder so, wo wirklich Messer, Feuer, ah, kein Survival-Set, aber ich überlege mir noch was. Ihr könnt mir ja mal was in die Kommentare reinschreiben, was ihr damit machen würdet. Gut, dann machen wir jetzt mal das Paket auf hier. Noch einen Schluck Kaffee. Also, Rechnung habe ich weggerissen. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Ich lasse mich jetzt selbst mal überraschen. Hier haben wir übrigens ein neues Messer. Aktan & Werber A200. Muss ich noch ein bisschen testen. Da gibt es auch ein Review dazu, dafür. Davon. So, dann schauen wir erst mal. Wo geht's denn auf? Hier. Oh, wow. Muss man aufpassen, dass man nichts anschnipple. Also Pakete öffnen kann es schon mal. Das A200. Einwandfrei. So, und dann schauen wir mal. Ich hoffe, ihr seht hier was. Ach, ich hole einfach nach und nach was raus, würde ich sagen, und zeige es euch. Wir fangen mal an. Moment. Oh ja. Sehr schön. Und gleich was Großes. Sehr geil. Eine Pouch von Branded. Und zwar eine richtig große Pouch. Müssen wir gleich mal auspacken hier.
schmeißen wir später weg. Okay. Da haben wir jetzt hier vorne drauf. Also ich sage einfach was dazu, was ich jetzt gerade für einen Eindruck habe, was ich auch denke, was es ist vor allem. Und ja, dann gehen wir alles schnell durch und fertig. Also, wir haben hier auf jeden Fall eine Pouch mit einer Mollebefestigung hier inne. Mit sehr gute Druckknöpfe, muss ich sagen. Wir haben hier, weg hier, zwei Reißverschlüsse, sprich mir aber zwei Taschen. Genau, hier hinten mal eine große Tasche. Dann haben wir vorne nochmal einen Reißverschluss, nochmal dieselbe Größe an Tasche hier. Und vorne haben wir hier so einen Clip mit einem, ich würde mal sagen, mit einem Fach fürs Handy, wo man hier auch so Stretchbänder drin habe. Also ist es auch richtig safe drin. Und hier neben, von der Größe her, würde ich sagen, na, holen wir es mal raus hier. Das schöne Kupfer-EDC. Wird doch richtig geil. Genau, ein schöner Kuli reinpasse hier. Der O-Pen zum Beispiel in Kupfer. Sehr geile Sache. Da habe ich sogar richtig gut Verwendung dafür. Das kommt nämlich, einen Moment bitte, das ist nämlich wirklich perfekt. Das kommt nämlich hier vorne drauf und das passt genau auf mein das Made in Tiger Essential Pack. Da hat es wirklich genau die richtige Größe dafür, weil der Essential Pack, der ist mit seinen 15 Liter wirklich ein geiler Daypack, muss ich sagen. Aber von der Fächer her hat er viel zu wenig. Und gerade für Schlüssel und so Sache, also so EDC-Sache, ne, da kommt das vorne drauf. Perfekt, hat sich schon rentiert, dein Päckchen, Christoph, danke dir. So, dann machen wir mal weiter. Was haben wir noch? Ah, sehr schön, ein Feuerstahl. Okay. Gute Größe, Feuerstahl. Ich werde ihn jetzt nicht anreißen, sonst dreht man meine Frau nämlich der Hals rum, wenn hier irgendwelche Brandflecke drin sind. Aber auf jeden Fall ein guter Feuerstahl von der Größe her. Mit einem Striker. Ach, scheiß doch drauf. Erstmal hier die Beschichtung runter mache. Gut. Ihr müsst halt erstmal die ganze Beschichtung hier runter kruppeln. Aber der geht auf jeden Fall. Gut, jetzt ist die Beschichtung ohne. Aber mehr mache ich ja nicht, sonst kriege ich wirklich Ärger auf dem guten Holztisch. Gut, machen wir weiter. Wir haben Knicklichter, sehr geil. Und zwar wirklich richtig große, 6 Inch. Was sind 6 Inch? 6 Inch sind genau so groß, ja. Genau, wir haben einmal gelb, rot, schwarz-rot-gold, ne? Nee, orange, schade. Genau, 3 Stück. Knicklichter kann man immer brauchen. Habe ich zum Beispiel immer in meinem Bugout-Bag ein, zwei von denen drin. Ich glaube, die sind sogar noch mal ein bisschen größer, die ich habe. Aber das hier ist wirklich eine richtig gute Größe. Wie gesagt, 6 Inch. Und Leuchtdauer steht was drauf. Steht jetzt nichts drauf. Aber die, ich schätze mal, um die 10 Stunden mit Sicherheit. Also die sind wirklich, die sind echt praktisch, die Dinger. Die wären wirklich richtig unterschätzt teilweise. Kann man wirklich gut gebrauchen. So, machen wir weiter. Oh, sehr geil. Das ist cool. Und zwar ist das, ja, das ist ein, wie nennt man das? Ein Feuerblasrohr. Könnt ihr nämlich gerade ausziehen. Und wenn er hier hinten reinpustet, dadurch, dass das Teil hier konisch nach vorne läuft, kriegt er hier wirklich, kommt hier richtig gebündelt Luft raus. Und es ist halt wirklich klasse, wenn ihr irgendwie das Feuer anfachen wollt oder was weiß ich was, dann seid ihr nämlich ein bisschen auf Abstand von dem Feuer und verbrennt euch nicht die Fresse, kriegt ihr die ganze Asche und die Glut ins Gesicht und was weiß ich was. Und ja, die Dinger sind richtig praktisch. Woher weiß ich das? Ich habe mir mal eins gekauft und habe es vom ersten Einsatz verloren. Von dem her bin ich froh, dass ich jetzt wieder eins habe. Sehr geil, freut mich. Das ist auch sowas, das kann man einfach in den Rucksack reinmachen.
lässt es dann drin, dann verliert man es nämlich auch nicht. Und dann passt es wunderbar. Finde ich cool. Wirklich praktisch. Okay, was haben wir hier? Zeige ich es euch mal ein bisschen näher. Ich will jetzt immer hier vorkommen zum Autofokus drücken. Was haben wir hier? Wir haben hier Airman Beans. Kaffee Gurana. Okay, 21 Genussstückchen. Der Kaffee zum Lutschen. Kräftig, aromatisch, herb. Okay, zuckerfrei, glutenfrei, vegan. Produziert in Deutschland. Bla 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 bla. Kaffeeextrakt, Kakao, Guarana, bla bla bla. Ich will wissen, wie es schmeckt. Probieren wir gleich mal eins. So. Das gefällt mir jetzt schon, das Messer. Das riecht geil, das riecht wie diese Schoko-Kaffee-Bohne. Kennt ihr die? Oh Gott, riecht das geil. Schmecke tut's wie eine Mischung aus Kaffee und Lakritz. Also es riecht besser, wie es schmeckt. Auf jeden Fall Kaffee, Guarana, Lutschpastille. Okay, interessant. Jetzt mache ich ja die ganze Zeit komische Geräusche, ne? Blöd. Müsste jetzt mit leben, sorry. So, was haben wir noch? Handwärmer Thermopads. Okay. Ich muss mal schnell das Gute loswerden. Es schmeckt zwar gut, aber ich will euch jetzt nicht hier mit meiner Geräusche hier nerven. So, ich muss jetzt erstmal das Gutzel loswerden, dass ihr was hört, dass ich nicht die ganze Zeit rumschmatze. Wir waren auf jeden Fall bei der Handtaschewärmer. Und zwar, das sind diese, ich zeige sie euch mal, das sind so Pads. Die funktionieren eigentlich, das sind nicht so wie diese Knickdinger da, wo ihr wieder ins Wasser legen könnt, dass ihr nochmal benutzen könnt. Die reißt ihr eigentlich einfach auf und die reagiere dann mit der Luft, mit dem Sauerstoff und dann wäre die warm. Und bis zu 12 Stunden, ein paar. Also ich würde sagen, die könnt ihr euch, was weiß ich, in die Hosentasche stecken oder ihr könnt sie wirklich in eure Handschuhe reinmachen oder was ihr wollt damit. Braucht man das? Nee, braucht man nicht. Aber ich finde auf jeden Fall, jetzt wo es, also heute war es der erste Tag mal richtig kalt, man hatte heute sogar ein paar Schneeflocken. Da finde ich das gar nicht so verkehrt, wenn man sowas mal im Rucksack hat. Weil wenn man mal kalte Hände hat, dann kann man nicht mehr viel mit seinen Händen machen. Und die ganze Zeit Handschuhe an, ja, ich sag mal, Handschuhe, mit denen man arbeiten kann, die schränke auch ein. Also Handschuhe, die warm geben, die schränke auch ein bisschen. Meine Handschuhe sind zum Beispiel ziemlich dünn, dass ich damit schaffen kann. Also sowas ist im Winter auf jeden Fall nicht schlecht, sage ich mal. Wenn man es im Rucksack drin hat, nimmt ja keinen Platz weg, also warum nicht. So, machen wir weiter. Oh, jetzt kommen Patches. Patches sind immer geil. Okay. Was haben wir hier? Der sieht sehr nice aus. Das ist so ein Rubber Patch. Und ich muss sagen, der sieht richtig cool aus. Berge, Wald, Zelt, Lagerfeuer, Rucksack, Sonnenuntergang oder Aufgang. Richtig cooler Patch. Der macht echt was her. Der gefällt mir. Der macht gute Laune. Den machen wir doch gleich mal hier drauf zu Tischzwecke. Sieht schon cool aus. So, was haben wir hier noch? Oh, der ist geil. Okay, da haben wir einmal Waldbaden. Der ist auch schick. Aber den hier, das ist jetzt genau mein Geschmack. Den müssen wir aufmachen. So. Da haben wir nämlich Black Coffee, Dark Whiskey. Hoppala. Sehr geil. Weil ich liebe schwarzen Kaffee und ich liebe Whisky. Deswegen hat der Farbenfrohe hier gleich ausgedient. Der kommt gleich weg.
Der hier ist nämlich viel, viel cooler. Zack. Sehr geil. Kommt auf meine Jacke drauf, weiß ich jetzt schon. Gut, weiter geht's. Was haben wir noch? Hier haben wir Karabiner. Und zwar richtig große. Sind allerdings nicht aus Metall, sind aus Plastik. Aber sind gut stabil, würde ich mal sagen. Also ist jetzt natürlich nichts zum Kletterer oder so, um Gottes Wille. Aber um was an dem Rucksack zum Beispiel dran zu hängen oder so, geht es ohne Probleme. Zack, machen wir gleich mal einer dran, haben wir immer einer dabei. Da könnte man das jetzt natürlich hier auch einfach dran machen. So, sieht natürlich noch nichts aus. Aber die mache ich jetzt mal direkt an meinen Rucksack dran. Ich habe nämlich so viel Schnalle, weil Karabiner kann man nie genug dabei haben, ganz ehrlich. Sehr cool. Kann ich alles brauchen. Was haben wir noch? Oh, eine Münze. Sehr nice. Sehr, sehr geil. Wir haben hier eine Münze. Moment, ich muss erstmal die Münztasche hier aufbekommen irgendwie. So, mal. Sieht zu blöd aus. Richtig schöne Münze. Und zwar ist die anscheinend wirklich vom Shop selbst. Ich komme mal wieder näher. Vom EDC Test Online Shop. Hier unten, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ist auch limitiert anscheinend, ist die Nummer 20. Und hier hinten drauf, richtig schön, Schweizer Messerle. Also wirklich eine sehr geile Münze. Ordentlich breit, muss ich sagen. Material, keine Ahnung. Kein Silber. Sonst wäre sie wahrscheinlich ein bisschen zu teuer als EDC-Münze. Okay. Halbstarke vor der Haustür. Ja, richtig schön gemacht, die Münze. Gefällt mir sehr gut. Die kommt zu meiner anderen. Ich habe einen Haufen, ich bin ja voll der Münzfreak. Ich sammle ja alle möglichen Silbermünze. Und ich sammle aber auch so EDC-Münze hier. Gefällt mir richtig gut. Sehr geil. So, dann haben wir hier noch ein paar Karabiner und zwar so Doppelklipper hier. Die sind auch richtig praktisch. Geht zum Fokus, genau. Da habt ihr also wirklich hier und hier. Könnt ihr Doppelklipse. Das ist was weiß ich, wenn da euch eine Taschenlampe dranhängt, irgendwo hier an der. Ich will jetzt nicht noch mehr dranhängen, hier an der Brustgurt zum Beispiel oder so. Ist es recht praktisch oder so. Passt jetzt aber farblich hier nicht zu dem Rucksack. Kommt an meinen Kaki dran. Aber den hole ich jetzt nicht extra. Auf jeden Fall immer praktisch, kann man immer brauchen. Da haben wir noch ein Patch. Was ist das? Okay, da hockt einer vom Lagerfeuer. Ich hoffe, man sieht es genau. Auch richtig schön. Ordentliche Größe für ein Patch. Sehr cool. So, und was haben wir hier? Was haben wir hier? Ah, ich weiß, was das ist. Das ist so Zunderschnur. Und zwar, genau, die ist gewachst. Also das ist eine ganz normale Leineschnur oder so halt. Und die ist dann in Wachs gedrängt. Das heißt, mit der könnt ihr richtig gut Feuer anmachen. Und normalerweise, genau, die macht man dann einfach hier ein bisschen auseinander. Soll ich jetzt was anbrennen? Ich habe sogar einen Feuerstand. Nee, ich mache jetzt kein Feuer. Okay, die Rauchmelder los und alles. Das zeige ich euch irgendwann mal in den Videos draußen. Weil sowas kann man immer im Rucksack drin lassen, hat man immer seinen Zünder dabei. Genau, kann man hier ein bisschen auseinander machen und kann das als Zünder nehmen. Und diese Röhrchen hier, ich will jetzt nur das ganze Wachs runter machen, genau, da könnt ihr dann schauen, dass nicht so viel von der Schnur hier wegbrennt oder so. Also wirklich praktisch. Man soll das aber immer, merke ich gerade, in so einer Tüte drin lassen. Weil das Wachs bröckelt natürlich und macht eine riesen Sauerei. Genau, haben wir einmal hier klein und einmal hier ein bisschen größer. Sehr geil, da schmeißen wir gleich eins in den Rucksack rein. Genau. Dann können wir das nämlich alles mal draußen testen, wenn wir das nächste Mal draußen sind. Was haben wir noch? Eine Pommesgabel, ja sehr geil. Oh ja, ich glaube, das ist Titan.
Weil das wiegt wirklich gar nichts. Ein kleiner Pommes-Piekser mit EDC Test Online drauf. Sehr cool. Wo mache ich mir denn rein? Wahrscheinlich in irgendeinen Organizer. Genau. Da muss man halt immer diese blöde Holzstäbchen nehmen. Genau. Der wiegt wirklich überhaupt nichts. Krass. Sehr cool. So, machen wir hier wieder rein. Ich glaube, das Video wird ganz schön lang, aber es ist auch ein Haufen Zeugs. Aber wir sind gleich fertig. Dann haben wir hier... was ist das jetzt? Was das hier ist, weiß ich. Das habe ich schon mal gesehen, weil ich habe auch schon auf seinem Shop gestöbert und habe seine Videos natürlich auch geschaut. Das ist richtig praktisch, da komme ich gleich dazu. Aber was ist das hier? Ich glaube... ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, das ist das Molle-System. Muss ich jetzt aber selbst mal probieren. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob das fürs Molle-System gedacht ist oder für was das gedacht ist. Ich kann es euch nicht sagen. Es ist auf jeden Fall eine Schlaufe zum irgendwo einhängen. Das ist jetzt schade. Ich zeige es euch nochmal. Schreibt mir es mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, für was das genau ist oder wo man es am besten dran macht. Ich schaue natürlich im Shop. Und ich hoffe, ich kann es euch beim Videoschneiden hier vielleicht jetzt drunter schreiben, für was es ist. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, was das nächste ist. Das hier ist nämlich eine richtig coole Art und Weise, wie man sein Taschenmesser tragen kann. Und zwar ist das gerade ein Gürtelclip. Und das habe ich bei ihm, beim Christoph, mal im Video gesehen. Also könnt ihr einfach schön gerade, ich kann es euch jetzt nicht zeigen, weil ich habe jetzt gerade wirklich kurze Hose an. Ich baue nämlich hier gemütlich an meinem Wohnzimmertisch heute. Könnt ihr auf jeden Fall schön an euren Gürtel dran klipsen. Dann macht ihr euch noch hier den Ring rum. Und dann könnt ihr zum Beispiel euer Victorinox, euren Schlüssel, was auch immer, genau, habt ihr da nicht rumbauen, blinde Tasche. Ich habe zum Beispiel von Victorinox so eine Kette halt. Mein Vic liegt jetzt aber ganz dahin. Ja, da ist halt ein bisschen Platz dran und was weiß ich was. Hier ist es halt so, dass das wirklich direkt eine Tasche drin habt. Das Ding bumpelt nicht rum und so. Also ist wirklich eine praktische Sache. Finde ich richtig cool. Genau. Cool sind. Muss ich mal ausprobieren morgen. Ja, so, ich glaube, wir sind durch. Wir haben, nein, da ist noch was. Eine Visitenkarte, und zwar eine richtig geile Visitenkarte, finde ich. Eine bedruckte Visitenkarte auf einem durchsichtigen Plastik. Ich hoffe, die Kamera kann das jetzt überhaupt einfangen hier. So. Ihr seht das mal. Wie gesagt, ich habe euch ja einen Link reingemacht zum Christoph seinem Kanal, EDC Test Online. Und ich mache euch in die Videobeschreibung, mache ich euch den Link rein zu seinem Shop. Ach so, wir haben Black Friday. Das heißt, ich glaube, ich habe gestern Abend in seinem Shop drin mal ein bisschen rumgestöbert. Und ich meine, dass bei ihm jetzt auch Black Friday Angebote sind. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Aber ich glaube doch, ich habe es gesehen, dass... bis einschließlich Sonntag ja, viele Sachen im Angebot sind. Also dann lohnt es sich vielleicht noch mehr, dass da mal vorbeischaut. Ich würde mich freuen. Christoph, ich bedanke mich wirklich herzlich für die viele coole Sachen hier. Wie machen wir das? Wie machen das die ganze Schreibtisch-YouTuber? Die machen das doch immer so hier irgendwie. Gell? So vielleicht. Christoph, ich bedanke mich herzlich bei dir. Wirklich ziemlich geiler EDC Grimmsch-Gramsch dabei. Ich stehe total auf so Zeugs hier. Und ich kann nahezu alles davon gebrauchen. Und ja, vielen Dank für dein Paket. Ich hoffe, bei deinem Kanal geht es weiter aufwärts. Ich wünsche dir viel Glück für deinen Shop und so. Mir gefällt da wirklich. Wie gesagt, schaut mal vorbei. Das sind also wirklich, das ist nicht nur ein Shop, das sind auch viele Blogs, die er geschrieben hat und wirklich interessante Beiträge und alles. Gute Reviews und so weiter, und schaut einfach mal vorbei, ich würde mich freuen. Er sicher auch, und das soll es gewesen sein.
Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich selber einen Daumen hoch freuen. Falls ihr das erste Mal hier seid, würde ich mich natürlich noch mehr darüber freuen, wenn ihr mir ein Abo hier lasst. Ganz wichtig ist dann die Glocke drücke, dass ihr kein Video verpasst, wenn ich wieder was hochlade. Und schreibt mir doch auch gerne mal einen netten Kommentar, was ihr von der Sache haltet. Genau, würde ich mich sehr freuen. Und falls euch gefallen hat, dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dort noch. Ciao.